Sport und ich finde, das ist immer so ein richtig schöner Start in den Tag und ich muss mich jetzt gleich noch ein bisschen schminken, denn gleich kommt meine IHK-Lerngruppe. Wir haben da übernächste Woche unsere Prüfung, also die mündliche, wo wir das Ganze dann vortragen müssen, was wir alles gelernt haben, und wir haben so einen Fall, an dem wir sozusagen arbeiten, wo wir das Ganze dann darstellen, wie wir dieses Projekt managen, also weil das ist ja so eine Ausbildung zum Projektmanager. Und da müssen wir heute wirklich noch einiges machen, aber ich hoffe, wir schaffen das. Die Leute in meiner Gruppe sind auf jeden Fall richtig cool und es macht so viel Spaß. Deswegen, ja, wird das schon, aber ich muss mal schauen, was ich heute alles sonst noch vloggen kann. Ja, weil morgen geht es für mich auch wieder nach Berlin und deswegen werde ich heute auf jeden Fall einen ganz entspannten Abend machen und früh ins Bett gehen und auch hier nochmal bei meinem Buch weiterlesen. Das habe ich euch ja schon in meinem letzten Vlog gezeigt und ich bin jetzt, ja, so fast bei der Hälfte angekommen und es macht immer noch richtig viel Spaß, das zu lesen. Wirklich, bei mir ist es echt so eine Sache, wenn ich einmal ein Buch gefunden habe, dann kann ich das total, also relativ schnell durchlesen, und manche Bücher ziehen sich einfach und dann habe ich echt nicht so die Motivation zum Lesen. Meine Lerngruppe ist jetzt weg und wir haben echt einiges geschafft. Also ja, aber wir haben auch wirklich, glaube ich, jetzt über 7 Stunden an einem gesessen. Und ihr seht es vielleicht hier schon, ich habe meine Lampe aufgestellt, weil ich noch kurz, beziehungsweise mal gucken, wie lange das dauert, aber ich habe noch richtig Lust, was zu den neuen Produkten von Catrice und Love zu drehen, wo ich so ein bisschen die aktuellen Trends euch vorstellen möchte. Und das werde ich jetzt da noch erledigen und dann noch meinen Koffer packen. Und dann geht es aber auch ins Bett. Ich habe jetzt fertig gedreht und ich glaube, es ist mittlerweile schon viel verschmiert. Ich habe so ein glossy Eyegloss aufgetragen irgendwie und das ausprobiert. Ich habe jetzt hier schon meinen Koffer neben mir und packe den noch fertig. Und werde mir zum Abendessen einfach noch so ein bisschen eingefrorene Suppe machen, die meine Mama für mich gekocht hat. Das ist echt immer noch purer Luxus, dass ich die habe, weil ich liebe einfach solche Gerichte von meiner Mama. Und ja, und wie gesagt, ne, dann mache ich vielleicht noch 1, 2 YouTube-Videos an und werde dann schlafen gehen. Ich muss sagen, ne, YouTube ist echt immer noch so ein bisschen meine Lieblings-Video-Guck-Plattform. Mein Netflix-Versuch war ja nicht so erfolgreich und ich mag einfach dieses Persönliche, ne? Wie ihr ja jetzt vielleicht das dann auch in meinem Vlog habt. Das ist echt meine liebste Art der Unterhaltung. The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me? Guten Morgen aus Berlin. Ich bin jetzt hier gerade im Badezimmer und muss mich umziehen. Wir filmen heute nämlich so einen kleinen Spot. Ich weiß gar nicht, ich frage nachher mal, ob ich euch sagen darf, wofür. Stimmt. Und deswegen bin ich jetzt wieder hier sehr natürlich geschminkt. Und ich glaube, es wird richtig cool. Also, ja, ihr seht das dann auf jeden Fall auf YouTube. Und ja, das gibt es jetzt erstmal so zu berichten.
gelandet und wir drehen jetzt auch nochmal zusammen ein Video. Ich habe ja gestern schon eigentlich was gefilmt, aber ich weiß, wenn ich das mit Kiso mache, wird es auf jeden Fall um einiges besser. Und sie hat auch jetzt eine neue Kamera und deswegen nutzen wir das und probieren das Ganze einfach jetzt nochmal aus. Genau. Und da ist Kiso. Auch ein ganz spannender Trend ist, dass man die Lippen, dass sie mehr diesen Lip-Tint-Look haben. Da gibt es zum Beispiel auch von NYX so ein ganz cooles Produkt oder hier von Catrice diesen Aqua Ink Lip Liner. Und den könnt ihr halt auch als Liner einfach auftragen und dann lasst ihr den so ein bisschen sozusagen nach innen auslaufen. Ah ja, das kann ich gerne machen. Okay. Ich bin jetzt in meinem Hotelzimmer angekommen und sieht auf jeden Fall sehr kuschelig und gemütlich aus. Und ich bin da noch morgen Abend, also bis morgen Abend in Berlin, dann geht's wieder nach Köln, weil ich morgen noch einen Termin habe. Und zwar bei Amorelie, weil ich letztens schon mit der Lea so viel Karma Kontakt hatte. Vielleicht habt ihr das dann auf Social Media gesehen oder mal gucken, vielleicht vlogge ich morgen auch. Aber das ja, werdet ihr dann sehen. Aber ich werde jetzt schlafen und dann bis bald. Ciao. Guten Morgen, ich bin jetzt auf dem Weg zum Friseur. Es regnet und ich war heute Morgen schon beim Sport. Ich finde es halt ja echt schwer, mich so zum richtig frühen Aufstehen zu überwinden. Ich bin, glaube ich, heute auch um 5:45 aufgestanden. Aber ich schlafe dann immer in meinen Sportsachen und packe meine Tasche abends schon vorher. Und dann geht es ein bisschen leichter. Man muss nur direkt aufstehen und dann ist man quasi schon aus der Gefahrenzone raus und schafft es dann auch. Ja, und mal gucken, was ich jetzt gleich mit meinen Haaren machen werde. Ich habe noch nicht so die Idee. Aber ja, werden sehen. She said she couldn't believe why waste my time on this. Bullshit mentality isn't a thing that I would miss. Now I can't stop. Ich bin jetzt zu Hause. Ich hatte eben noch ein Meeting und da war ich ein bisschen spitz über dich sehr schnell gerannt. Ich wollte euch jetzt aber nochmal meine Haare zeigen und ich hoffe, ihr könnt mir Feedback dazu geben. Ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen. So sieht das Ganze jetzt aus mit Locken, weil ich mich lange nicht mehr so blond gesehen habe. Also ich weiß auch nicht, ob ich die kürzer machen sollte. Ganz viele haben mir halt sowas Balayagiges empfohlen. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob ich sie wieder länger machen soll oder ob ich sie doch wieder natürlicher oder braun. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie bin ich so sehr, sehr unentschlossen. Ich finde, die Sarah hat das echt toll gemacht. Aber ich weiß aber nicht, ob das zu meinem Typ noch so passt, also wie ich das quasi früher hatte. Ja, deswegen schreibt gerne was in die Kommentare, ob ihr das ein totales Desaster findet oder ob ihr es cool findet. Also, ja. Ich freue mich auf Feedback. Seit Ewigkeit mal wieder bei dir eben. Ich war so lange nicht mehr hier, um Sachen zu kaufen, die ich wirklich brauche. Und die ich aber gespannt finde, wie Marins Palette. Die habe ich nämlich auch gar nicht gesehen. Und schaut mal, wie krass einfach die Farben sind. Also ich bin wahrscheinlich die Letzte, die euch das zeigt. Aber ja, und wie spannend ist das hier? So, ja, Wasser, was nur so mit ein paar Zutaten versetzt wird. Wie Tee. Ja. Übrigens ist gerade meine Foodbox angekommen von Etepetete. Ich hatte euch, glaube ich, erzählt, dass ich da was bestellt hatte. Und es sieht ja mal mega cool aus. Also, ja, ich hoffe, ich komme dann auch dazu, das alles zu verwerten. Aber
Ich bin sehr begeistert, was hier alles so drin ist. Vor allem jetzt auch halt nicht so die exotischen Sachen. Hier sind auch sogar, okay, das ist sogar ein bisschen exotisch, Avocados drin. Ja, also ich freue mich sehr. Ich bin jetzt in München und bin hier schon in der Umkleide, weil wir heute für Startup Teams den Trailer drehen für den Businessplan-Wettbewerb. Ich packe euch dazu auf jeden Fall auch alles in die Infobox, weil das ist aber so cool heute. Wir drehen mit Philipp Lahm, Tom Bachem und Nico Alex von The Simple Club, ganz viele andere Gründer, Delia Fischer und so weiter. Also ich hoffe, ich kann auch mit den Leuten gleich ein bisschen was filmen. Und das wird einfach so cool, ich bin so gespannt. Und deswegen ziehe ich jetzt mal mein Trikot an, weil es geht darum, dass Deutschland Gründungsweltmeister wird. Ich vlog euch mal. Hier ist übrigens auch ein Philipp von Einhorn und die Lea von Unique. Wir können nicht singen und wir sind humorlos. Wir sind die Misfits, die Underdogs. Wir sind weder disruptiv noch innovativ. Also warum bist du denn jetzt Teil von Startup Teams und hast dich dafür engagiert? Ich glaube, dass man die Startup-Szene fördern muss, dass sie Aufmerksamkeit bekommt. Und ich finde es toll, wenn junge Leute etwas gründen, den Mut haben, etwas zu gründen. Und das möchte ich einfach gerne unterstützen. Cool. Genau, weil am 22. ist nämlich eine Veranstaltung, da bist du auf jeden Fall dabei. Ich bin auch dabei und ganz viele Leute, die hier alle rumschwirren. Deswegen schaut auf jeden Fall in die Infobox und kommt dann alle sehr gerne zu. Leute, heute war wirklich so ein unglaublich toller Tag. Ich war eben ja noch mit Kiso kurz was essen und habe ihr so ein bisschen von allem erzählt. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen mitnehmen konnte bei dem Dreh heute. Ich habe auf jeden Fall diese Woche so viele spannende Menschen wieder kennengelernt, dass ich das echt erstmal verarbeiten muss. Zum Glück habe ich jetzt ein bisschen Wochenende auch. Und ich packe euch auf jeden Fall alle Infos zu den Leuten, die bei dem Dreh dabei waren und auch zu Startup Teams und zu der Veranstaltung in die Infobox. Weil mich würde es wirklich freuen, wenn da einige von euch kommen. Einfach weil, das hört sich jetzt auch ein bisschen doof an, aber ich war ja auch schon öfters bei Startup Teams Veranstaltungen, auch bei dem Wettbewerb. Und es sind immer echt leider wenig Mädels. Und wirklich, ich würde mich so freuen, ganz viele von euch da treffen zu können und euch irgendwie zu unterstützen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt und sowas. Ja, weil mir liegt das ganze Thema echt sehr am Herzen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns vielleicht in München oder in meinem nächsten Video. Aber ich drücke euch ganz lieb und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!